Der Mann als Diener. Der Mann und sein Dienst. Der Mann als Diener. Kommt das an wie eine Provokation? Sehen wir uns als Diener? Oder spielt das traditionelle Rollenverständnis eine Rolle, wo wir uns eher als die sehen, die führen, die leiten, die Chefs sind, als die, die vorangehen, als die, die sich bedienen lassen? Männer als Diener? Für mich war das ein ganz interessanter Gedanke, der mich auch sogar ein bisschen gestört hat. Und ich musste das eine oder andere einfach neu erkennen. Das ist ein ganz tief biblisches Thema. Und wenn wir von dem Text, den wir gelesen haben, diesen einen Vers, Vers 26, erfasst haben und Jesus gekommen ist, um zu dienen, dann merken wir, das hat nichts mit Demütigung oder und so weiter zu tun. Und dann darf unsere Vorstellung, dass wir eben auch Diener sind und einen Dienst tun mit unserem Leben, dann muss diese Vorstellung uns in keiner Art und Weise irgendwie beunruhigen. Aber unsere Ehefrauen oder Mitarbeiterinnen, die könnten von verschiedenen Situationen erzählen, in denen es darum ging, einen Dienst zu tun. Und wie automatisch davon ausgegangen wurde, das müssen sie machen. Wenn es nach dem Mittagessen unter dem Tisch Brosamen gibt, wer putzt? Oder wo denken wir automatisch, das macht sie dann? Ja, solche Vorstellungen sind uns bekannt. Wir haben nach 43 Jahren Italien, jetzt in der Schweiz, lernen wir gerne die Schweiz wieder kennen. Und vielleicht kennen Sie das, dass das schon mal passiert ist. Sie fahren mit dem Auto auf eine Passhöhe und stoppen und bewundern das wunderbare Panorama. Und da kommt man, man hört sie schon von Weitem, eine ganze Kolonne mit Motorrädern. Große, laute, starke Motorräder. Möglichst schwarz, möglichst glitzern, alle in ihrem Tenue, Helm. Und dann parkieren die und dann nimmt der erste Fahrer den Helm ab. Und es fallen Haare raus und wir denken, ups, ist eine Frau. Sie hat das Lauteste, vielleicht das Schnellste, sie hat geführt. Verstehen wir, wir haben ein anderes Empfinden, wenn wir mit dem Thema Dienst uns beschäftigen. Oder wenn wir eine Frau sehen am Steuer eines LKWs, in der Schweiz sind 40 Tonnen erlaubt auf den Straßen, und da kommt eine Frau und steuert so einen Lastwagen, so wie wenn sie ein Mann wäre. Versteht ihr, dieses Denken ist schon komisch, zum Glück sind keine Frauen hier. ja, aber es befremdet uns doch, oder? Heute Nachmittag um 4 Uhr startet ein Rennen, das jedes Jahr stattfindet. Es ist ein Rennen für harte Kerle. Das ist die 24 Stunden von Le Mans. Also wenn wir uns das mal vorstellen, drei Fahrer bilden ein Team, die fahren 24 Stunden lang auf einem Circuit, auf einem Rundding da und fahren 24 Stunden, einfach rundherum, 13,8 Kilometer. Die Sieger in der schnellsten Kategorie, die machen etwa 5200 Kilometer in 24 Stunden und haben einen Stundendurchschnitt mit circa 215 Kilometer pro Stunde, inbegriffen Tanken, Fahrerwechsel, Reifenwechsel und so weiter. Das ist schon für harte Kerle, für Männer. Aber in den verschiedenen Kategorien starten heute 62 Teams und ein Team ist eine Frau. Es ist ein Frauenteam. Ist diese Ausnahme vielleicht auch eine Bestätigung dafür, dass wir ein Rollenverständnis haben, das nicht immer notwendigerweise biblisch ist? Der Mann, der Starke, der Harte, auch einmal als Diener.
Übrigens, dieses Team von diesen Frauen heißt Iron Dames oder Damen, französisch Les Dames, also eiserne Frauen. Gibt scheinbar auch eiserne Frauen, aber es ist doch wirklich sympathisch. Sie fahren einen Porsche 911 RSR 19 in diesem von Männern dominierten Rennen. Ja, das ist doch das, was uns liegt. Solche Sachen, wie wir auch heute Morgen gehört haben von Nathanael. Gut, zu unserem Thema. Der Mann als Dienst. Immerhin ist in diesem Thema das beinhaltet, dass der Mann aktiv ist. Dass er etwas tut. Jemand, der im Einsatz steht, der ein Macher ist und vielleicht sich auch brüstet über seinen Dienst oder sich über seinen Dienst definiert. Und das passt uns ja schon an dem Thema. Ja, wir sind im Einsatz, wir stehen da und tun. Jetzt beschäftigen wir uns mal mit dem Thema, was meint die Bibel zu diesem Begriff Diener oder Dienen? Es gibt verschiedene Begriffe in der Bibel, die wir finden, die definieren, was wir verstehen sollen zum Thema Dienst. Es gibt diesen Begriff Diakonos, Diakon, der in allen Übersetzungen der Bibel als Diener übersetzt wird. Und dann gibt es diesen anderen Begriff Doulos. Doulos hieß einmal ein Schiff von Operation Mobilisation. Und Doulos wird in den Bibeln übersetzt entweder als Knecht oder als Sklave. In der Lesung von vorher wurde er als Knecht übersetzt. Dann gibt es noch andere Begriffe, Hyperetes. Und das ist ein ganz interessanter Begriff. Ich weiß nicht, ob Sie mal den Film von Ben-Hur gesehen haben, wie er auf dieser Sklavengaleere landet und da unten rudern muss als Sklave. Und Hyperetes heißt eigentlich der, der die Ruder bedient. Und das war in der damaligen Zeit klar der Sklave. Heißt allgemein Untergebener. Und dann gibt es noch diesen Begriff Leiturgos. Das ist in Römer 13 verwendet, wo die Magistratura, also die Justiz, dem Staat dient, also als Staatsdiener verwendet wird. Wir konzentrieren uns auf den Begriff Diakono, Diakonos auf Griechisch. Der Doulos, das ist ein Diener ohne Rechte, der einfach dessen Wille ausführen muss, dem er gehört. Er gehört nicht sich selber. Er hat keinen Willen, kann sich nicht dazu äußern. Er darf nicht kommentieren, ob die Aufträge, die ihm gegeben werden, gut sind, sympathisch sind, schwer sind und so weiter. Hingegen ein Diakonos, der ist ein Diener, der ist nicht im Sklavenstand und der dient auch mit einer starken Motivation und er dient einer Person oder einer Sache. Und diesen Begriff wollen wir verwenden heute, wenn wir vom Mann als Diener reden in einem biblischen Sinn. Wir sprechen von dem Mann, der Christ geworden ist, haben wir gehört, der Jesus angenommen hat und jetzt für Jesus lebt. Und sich freiwillig und bereitwillig der Sache Gottes verschreibt. Und Gott mit allen Kräften von ganzem Herzen dient. Und wir haben diesen Abschnitt bereits gelesen, Matthäus 20. Der Diakonos ist total auf der anderen Seite des Herrschers, des Regenten, desjenigen, der Befehle gibt. Ein Diener dient der Sache oder einer Person. Nun möchte ich darauf zurückkommen. Es gibt in diesem Vers 26 etwas, das uns als Männer doch gut tut. Möchten wir nicht gerne alle groß sein? Ob Fitness oder nicht, ob gut in unseren Kompetenzen oder nicht, ob physisch groß oder klein, ich heiße Paulo, das heißt
der Kleine, aber mein Nachname ist Minder. Und warum lacht ihr jetzt? Am Schluss lache nämlich ich. Denn wenn ihr euch erinnert, in Mathematik Minus mal Minus gibt Plus. Aber ich hatte lange Mühe damit, ja, dass ich der Kleine war. Okay, hier ist eine Chance, groß zu werden. Lesen wir nochmal den Vers 26. Wenn jemand unter euch groß werden will, dann ist das eine Einladung zum Dienen. Und dann sagt Jesus hier, dann ist das okay. Im Gegenteil, ich suche solche Leute. Also Jesus hätte sagen können, groß ist cool, groß ist gut. Diese Art von Größe ist gut. Groß werden ist gefragt. Groß sein ist gefragt. Hey, es ist gut, wenn du Mutter von Jakobus und Johannes, die Frau des Zebedäus, fragst, dürfen deine Söhne mal mit mir regieren? Das ist gut. Aber der Weg dahin, den musst du lernen. Es ist gut, groß werden zu wollen. Es ist gut, wenn deine Söhne einmal zu den Großen gezählt werden. Aber im Reiche Gottes führt der Weg zur wahren Größe über den Dienst. Es ist interessant, dieses Wort im Vers 26, wer unter euch groß werden will, ist das Wort mega. Und wir brauchen das Wort manchmal im Alltag, das ist mega. Oder mega cool oder mega was auch immer. Ja? Jesus sagt, wir dürfen mega sein. Wir dürfen echte Diener seiner Sache werden. Also Männer, wir dürfen große Männer sein im Reiche Gottes. Ja. Und niemand würde bestreiten, dass Jesus selber ein Großer war. Niemand. Es ist interessant, niemand wie er hat die Geschichte der Menschheit langfristig geprägt. Übrigens vom Datum her, heute haben wir den 10. Juni 2023. 2023, warum? Jesus ist derjenige, der irgendwann mal dazu geführt hat, dass man die Zeit misst mit der Zeit, mit der Periode vor Jesus und nach Jesus. Und es ist interessant, sogar in seriösen, säkularen Umfragen und Untersuchungen kommt Jesus spätestens an zweiter oder dritter Stelle der Menschen, die am meisten Einfluss auf die Menschheit haben. Heute noch. Jesus war wirklich ein Großer. Schauen wir mal schnell, was es bedeutet, wenn Menschen groß als Große bezeichnet werden. Sind es Diener? Oder haben sie sonst irgendetwas geleistet, das in die Geschichte eingegangen ist? Es gibt ein paar Menschen, die heißen mit Namen und dann der Große. Und ich musste ein bisschen googeln und so weiter. Alexander der Große, der lebte etwa im 4. Jahrhundert vor Christus. Er heißt auf Griechisch Alexandros Homegas, also der Große. Das gleiche Wort, das Jesus gebraucht hat. Alexander der Große. Er dehnte ab dem Jahr 334 vor Christus die Grenzen des makedonischen und des griechischen Reiches aus, bis nach Indien, bis nach Ägypten, und er wurde dort in Ägypten als Pharao begrüßt. Also ein Herrscher, ein Weltenherrscher, ein ganz großer. Und mit ihm begann dann diese Zeit, die 300-400 Jahre dauerte, des Hellenismus, wo sich die griechische Kultur über ganz große Teile der damaligen Welt ausbreitete. Und das hat dann Auswirkungen gehabt bis in die Zeit nach Byzanz, die große Kirchentrennung, dann Rom. Aber all das gehört der Vergangenheit an. Aber alle wissen, wovon wir reden, also ich muss das wieder lernen,
alle wissen, Alexander der Große, der hat gelebt, er hat diesen Namen verdient. Etwa 1000 Jahre später gibt es wieder einen Großen, den sogenannten Karl der Großen. Er sorgte für eine effektive Verwaltung, bemühte sich damals im sogenannten Fränkischen Reich um eine umfassende Bildungsreform. Er hatte also das Wohl der Menschheit auf dem Herzen. Es führte zu einer kulturellen Neubelebung des Frankenreiches. Und schauen wir mal, wir sind im tiefen Mittelalter. Wir sind also in einer der dunkelsten Zeitphasen der Menschheitsgeschichte. Wir sind noch nicht mal in der im neuen Mittelalter. Er wurde zum Kaiser gekrönt durch den Papst Leo III. Weihnachten 800. Also er war der Begründer des Kaisertums, oder nach ihm gab es dann die weiteren Kaiser. Nach seinem Tod 1165 wurde Karl der Große vom Gegenpapst Paschalis III. Heilig gesprochen. Also die Kirche hat ihn absorbiert als jemand, der ein Vorbild sein soll. Und wenn jemand in der katholischen Kirche heilig gesprochen wird, dann darf man sich an ihn wenden, dann darf man zu ihm beten, dann darf man von ihm Gnade erflehen. Also Karl der Große wurde heilig gesprochen. Und er ist eigentlich einer der bedeutendsten Herrscher im Mittelalter. Und er wurde später dann im europäischen Geschichtsbewusstsein als Pater Europäer bezeichnet, als Vater Europas. War der groß? Ja. Verdient er diesen Namen, der Große? Ja, aber die Reiche dieser beiden Männer stehen stellvertretend für Macht in dieser Welt. In dieser Gesellschaft, in der Geschichte. Und wir können ganz viele große Männer auch aus der Wissenschaft erwähnen. Es gibt einen gewissen Alexander Fleming. Was hat der Großes getan für die Welt, für die Menschheit? Der hat das erste Antibiotikum, Penicillin, erfunden. Oder was hat Röntgen erfunden oder entdeckt? Er hat ja nichts erfunden, hat es nur entdeckt. Röntgenstrahlen, Ray X, ja, Röntgenstrahlen. Und die haben einen großen Dienst an der Menschheit getan. Aber ich denke auch an andere Menschen, die durch ihren Dienst bleibenden Segen bewirkt haben. Martin Luther, hätte es eine Reformation gegeben, ein Zurück zu sola fide, allein Glaube, allein Gnade, alleine Wort, alleine Jesus, ohne Martin Luther? Nein, hat nicht alles richtig gemacht. In der Schweiz Zwingli, Calvin in Genf. Heute wurde schon eine der Brüder, die Mutter von den Wesley-Brüdern erwähnt, John Wesley und sein Bruder, ihre Mutter. Das war eine Beterin. Das sind große Leute gewesen. Ich habe auch keine Mühe, hier noch den Billy Graham zu erwähnen, denn durch ihn haben Millionen von Menschen auf allen Kontinenten das Evangelium kennengelernt. Aber gibt es jemanden, der so groß war wie Jesus? Nein. Und dieser Große, der Schöpfer Himmels und der Erde, der Welt, alle im Plural, der Universen im Plural, der will, dass wir Größe, groß werden in seinem Sinne. Noch einmal, Matthäus 20. Ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave oder Knecht sein. Gleich, Jesus hat also auch beide Begriffe gebraucht. Euer Diener sein, Diakonos, eure Sklave, Doulos sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.
Wir sind alle als Kinder Gottes berufen, Diener zu sein. Und wir haben in der Bibel ganz viele Vorbilder. Ich habe einige herausgesucht. Hier noch einmal dieser Aufruf, wir sind berufen, Diener zu sein. Der erste, den ich aufgelistet habe, ist der Tychikus. Einfach ein Mitarbeiter von Paulus. Und es wird gesagt in Epheser, dass er Paulus diente. Er war ein Diener. Er war dort. Er war im Team. Dann Philemon. Philemon ist eine ganz interessante Figur. Wir haben einen Brief an Philemon, sorry, Onesimus, das ist ein Fehler, Onesimus. Der war eine Weile unnützlich, kam vermutlich im Gefängnis in Rom zum Glauben. Bitte um Vergebung. Und Paulus sagt von ihm, er ist nützlich und schickt ihn zurück zu seinem Herrn, zu Philemon. Das ist verwechselt dort, merke ich gerade. Und Philemon hat seinen Diener zuerst als unnützen Diener erlebt. Er kommt zum Glauben und er nimmt ihn wieder auf, jetzt als nützlichen Diener. Weil er jetzt einen Wechsel in seinem Leben erlebt hat, in dem er Christ geworden ist. Und er darf wieder dienen. Ein anderer, der einen schwierigen Namen hat, Epaphroditus, diente Paulus und mit ihm dem Evangelium. Also er diente einem Menschen, aber sein Bewusstsein war die Sache Gottes. Er diente einem Menschen, aber er diente dem Evangelium. Als Kinder Gottes sind wir alle berufen, zu dienen, dem Evangelium zu dienen. Die Thessalonicher, die werden erwähnt oder beschrieben, dass sie bekannt waren, dass sie sich bekehrt haben von den Abgöttern zu dem lebendigen und wahren Gott, um ihm zu dienen. Also es muss eine starke Charaktereigenschaft der Thessalonicher gewesen sein, die sie geprägt haben. Wir lesen auch von Frauen, die Jesus dienten, die mit ihm unterwegs waren, Handreichungen leisteten, ihm dienten, ihm assistierten. Eine interessante Figur ist Johannes Markus. Johannes Markus wurde von Paulus auf die erste Missionsreise mitgenommen und irgendwann war der Druck zu groß, waren die Umstände zu schwierig und er zieht sich zurück. Und dann kommt die zweite Missionsreise und jemand sagt, den Johannes Markus nehmen wir wieder mit. Und Paulus sagt, nein, den können wir nicht gebrauchen. Der dient uns nicht. Aber Johannes Markus erhielt eine zweite Chance in seinem Leben, ist aktiv in seiner Gemeinde. Sein Zeugnis ist so, dass Paulus ihn später wiederholt. Und Johannes Markus lesen wir in in 2. Timotheus 4, Vers 11. Er kommt zurück, komme auch du zurück, wenn du versagt hast. Und Gott gab Johannes Markus eine zweite Chance. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie du dich fühlst, ob du dich disqualifiziert fühlst aus irgendeinem Grund, weil irgendetwas passiert ist, weil du aus deiner Sicht irgendwie versagt hast oder wenn andere Menschen dir zu verstehen gegeben haben, du taugst nichts für das Reich Gottes. Dann denk an Johannes Markus. Er hat in einer speziellen, konkreten Situation in seinem Leben, ja, den Erwartungen nicht entsprochen, entmutigt, aufgegeben und so weiter. Später ist Johannes Markus wieder dabei und wird empfohlen von Paulus. Im Dienst gibt es immer auch eine zweite Chance. Und Johannes Markus nutzte diese, er kam zurück und wenn es dir so geht wie dem Johannes Markus, dann komm zurück. Stell dich wieder in den Dienst Jesu. Er sucht nicht
vollkommene, hochqualifizierte Diener, sondern solche, die bereit sind, ihr Leben zur Verfügung zu stellen. Und das nimmt Jesus gerne an. Es gab im Neuen Testament sehr viele Formen von Dienstleistungen, von Dienstformen, die Paulus erwähnte, die wir auch sonst noch sehen. Es gibt nur in Apostelgeschichte 6 eine spezielle Situation. Da war die erste Gemeinde entstanden, die wuchs von 0 oder von 120 auf 3000, auf 5000. Die lebten zusammen, so wie in einer Kommune, sorgten füreinander und nicht immer war das einfach zu handeln. Und so gibt es auch Klagen, so Murren. Und die Apostel sagen, nein, okay, das machen wir nicht. Wir wollen uns weiter dem Wort, der Verkündigung, dem Gebet widmen. Wir wollen nicht solche Sachen regeln, optimieren, sondern wir wählen 6 oder 7 Leute, haben sie dann gewählt. Wir wählen, und hier kommt der Begriff Diakone, Diakonos, also Diakone, in einer speziellen Form zum Tragen, wo es mit einem spezifischen Mandat oder mit einem spezifischen Amt verbunden war. Und sie sollten sich um die Verteilung der Lebensmittel, um den gerechten Umgang auch der materiellen Bedürfnisse in dieser riesengroßen Kommunität in Jerusalem kümmern. Und die Apostel haben sich weiter dem Wort und der Verkündigung widmen können. Dort haben wir ein Amt, das als Diakon beschrieben wird. Das haben wir manchmal in Organisationen, das haben wir in Gemeinden, das haben wir in der weiblichen Form mit den Diakonissen. Und es gibt auch in der Bibel, in 1. Korinther, in Römer 16, wird die Diakonisse Phoebe erwähnt und von Paulus auch wärmstens empfohlen der Gemeinde in Rom. Apostelgeschichte, Römer 16, Vers 1 und 2. Aber mit oder ohne Amtsbezeichnung. Zum Dienen sind wir alle nicht nur eingeladen, sondern aufgefordert. Das müsste eigentlich das sein, was uns prägt, was das aus uns macht, was Gott ehrt und wie Gott es wollte. Wir sollen Diener sein. Und wenn wir groß sein wollen, das ist die Challenge heute Morgen. Diener sein macht uns, und jetzt sage ich das ungeschützt, macht uns groß. In Anführungszeichen. Wenn wir verstanden haben, was Dienst ist, und jetzt wollen wir ein paar Wesensmerkmale sehen für das, was Dienst ist. Wir werden nicht einfach Diener, gibt keinen Automatismus, sondern wir müssen uns dazu entscheiden. Wählt euch heute, wem ihr dienen wollt, fragte Josua die Leute, die zögerten. Weihe dich Jesus heute neu. Bestätige oder erneuere deine Hingabe an Jesus Christus. Anerkenne ganz neu die Herrschaft Jesu in deinem Leben. Ich lebe nicht mehr für mich, haben wir gehört heute Morgen. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und damit ist er der Herr deines Lebens. Aber das musst du wollen. Wer unter euch groß werden will, wer sich dazu entscheidet, zu dieser Art von Größe oder zum Dienen, der, es liegt an uns. Und eine Entscheidung ist immer etwas, das wir selber treffen müssen. Das kann niemand anders für dich treffen. Unabhängig davon, ob dich jemand fragt, irgendwo einen Dienst zu tun. Diener zu sein, verlangt oder bedingt eine Entscheidung. Ich will ein Diener sein, auch als Mann. Und damit wird Dienen eine Herzenssache. Dienen ist kein Teilzeitjob, sondern ein Lebensstil, eine Grundhaltung.
Etwas, das damit zu tun hat, dass ich für etwas Neues lebe. Und dienen heißt nicht, ich habe eine Liste von Dingen, von Diensten, die ich aufliste und wenn das alles abgehäkelt ist, dann ist es okay, sondern es hat mit meiner Einstellung zu tun. Herrschen oder dienen? Entscheiden wir uns dafür. Ich will Gott ehren. Ich will seiner Sache dienen. Ich habe einen höheren Auftrag, einen höheren Plan. Sagt Gott dir und mir. Und es geht mir und vor allem ihm. Und wenn ich sage, es geht mir, sage ich das ganz bewusst. Denn wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann geht es mir darum, dem Reiche Gottes zu dienen. Ich muss mich vielleicht immer wieder dazu durchringen. Ja, Herr, ich bestätige es. Ich erneuere es. Aber dann lebe ich für ihn und sein Reich. Und das ist genau das, was er will. Eine Funktion, die zum Dienen dazukommt, oder ein Aspekt, der zum Dienen dazukommt, finden wir in 2. Mose 38, 5. Dort ist die Funktion des Priesters beschrieben. Und der Priester hatte eine Funktion, dem Volk zu dienen. Natürlich diente er Gott. Und das zeigt diese zwei Dimensionen, die mit dem Dienst eines Priesters zu tun hatten. Er war zwischen Gott und dem Menschen, er diente den Menschen, er diente Gott. 1. Petrus 2, Vers 9, wir sind ein priesterliches Geschlecht, wir stehen in dieser Welt vor Gott und vor Menschen, zwischen Gott und Menschen. Und unser Dienst hat eine priesterliche Dimension, hat eine Funktion, die vermittelnd sind, die verbindend ist. Natürlich bringen wir im Gegensatz zum Priester im Alten Testament Gott keine Opfer mehr dar. Für die Versöhnung oder als Dankopfer oder als Brandopfer und so weiter, sondern und damit Menschen gesegnet werden oder Vergebung bekommen, sondern wir stützen uns in unserem Dienst auf das vollbrachte Werk und Opfer Jesu Christi am Kreuz. Darauf basiert sich unser Dienst. Und ihn, Jesus, nehmen wir uns als Vorbild, wie wir später noch sehen. Manchmal tappen wir in die Falle, dass wir meinen, je sichtbarer, je messbarer unser Dienst ist, umso wertvoller ist es, ist er. Nein, wir dienen zur Ehre Gottes. Wir dienen nicht den Menschen, wir suchen nicht Ansehen. Und ich denke, das ist etwas, wo auch ich immer wieder damit kämpfen muss. Wenn jemand hier auf dieser Kanzel steht und dann runtergeht, so geht es mir, und mir sagt, das war eine gute Predigt oder was auch immer, das tut mir gut, aber, tut mir gut, aber, soll ich jetzt so machen? Oder Herr, die Ehre gehört dir, danke, dass du dein Wort lebendig gemacht hast, dass du dein Wort gebraucht hast, um zu uns zu reden. Dienst nicht um Ehre oder Ansehens willen. Und wir kennen dieses Problem auch aus der Bibel. Wir haben zwei Schwestern in der Bibel, die Jesus öfters mal besucht hat, hatten auch einen Bruder. Wer sind die beiden Schwestern? Martha und Maria. Und wir lesen in Lukas 10, dass Martha Jesu diente. Wir wissen nur nicht, mit welcher Motivation. Aber sie sagt dann in Vers 40, dass ihr Dienst für Jesus ihr ziemlich Mühe gemacht hat. Und so fragt sie Jesus, Herr, merkst du nicht oder siehst du es nicht, wie ich mich abmühe? Nimmst du es nicht wahr? Kannst du es nicht wertschätzen? Ich mache mir so viel Mühe.
Du gibst Gott so die Ehre mit deinem Dienst. Das ist die andere Seite der genau gleichen Situation. Aber wie schnell wechselt unsere Sicht. Es gibt noch einmal zwei Geschwister, zwei Brüder, deren Namen kennen wir nicht, aber die auch in der Bibel erwähnt sind, wurden in einer Erzählung, in einem Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Der ältere und der jüngere Bruder. Welcher von den beiden ist der verlorenere Sohn? Vielleicht der ältere. Denn der Jüngere, der war verloren, kommt zurück, wird wieder aufgenommen. Und der Ältere, der war der, der seinem Vater treu und gut diente. Und der seinem Vater später sagte, seit so langer Zeit diene ich doch. Und jetzt kommt mein Verlotterter und mein Bruder zurück. Schau ihn mal an und du nimmst ihn auf. Und für mich keine Aufmerksamkeit, kein Fest, kein Stier, der geschlachtet wird. Ich bin doch so viel besser als dieser, der dein Geld verprasst hat. Die Motivation zum Dienst ist nie oder soll nie die sein, dass es um unser Ansehen oder um unsere Ehre geht. Dienen heißt immer einander dienen. 1. Petrus 4, Vers 10. Dienet einander mit der Gabe, die ihr erhalten habt. Dienen heißt einander Gutes tun, einander Lasten abnehmen, einander unterstützen. Wenn du, ich habe gemerkt, viele sind verheiratet, wenn du heute Abend nach Hause kommst und sagst, deine Frau, kann ich dir helfen? Und sie sagt dir, deck doch mal den Tisch. Verstehen wir? Dienen heißt einander Gutes tun. Heißt einander Wohltun. Und Gott dienen bedeutet oft einem Menschen zu dienen. Ich habe zuerst einmal einen Mensch vor mir. Frau, Kinder, irgendwen in der Gemeinde, ein Bruder, eine Schwester. Vielleicht jemand, der gar nicht so einfach ist. Aber ich bin herausgerufen, Gott zu dienen, indem ich den Menschen diene. Man steht im Dienste Gottes, aber man hat mit Menschen zu tun. Und dann vergessen wir manchmal, dass wir im Dienste Gottes stehen. Dienen mit den empfangenen Gaben und Fähigkeiten, die Gott in unser Leben hineingelegt hat. Im Hause, in der Familie, ich füge jetzt hinbei auch im Garten, um Bezug zu nehmen auf heute Morgen. In der Gemeinde. Im Beruf, in der Nachbarschaft, Gott hat dich dort, wo du lebst, hingesetzt mit einem Vorsatz, mit deinen erlernten Fähigkeiten, ob du jetzt Ingenieur oder Krankenschwester, nein, du bist nicht Krankenpfleger oder Zahnarzt, Schreiner, Beamter, Vertreter, Geschäftsmann. Für jeden Einzelnen hat Gott Gaben und Fähigkeiten bereit gemacht, setze sie ein. Werde groß im Dienst. Setze sie ein. Du musst nicht hier vorne stehen. Du musst nicht über 40 Jahre im Missionsdienst gewesen sein in Italien. Spielt keine Rolle. Setze deine Gaben ein. Und setze sie gut ein. Wir sollen gute Verwalter oder Haushalter sein. Wir sind verantwortungsvoll. Wir überlegen, wir suchen im Gebet Hilfe und Weisheit. Wir wollen aus den uns anvertrauten Gaben das Beste machen. Wir wollen sie optimal einsetzen. Wir wollen die damit verbundenen Aufgaben möglichst verantwortungsvoll ausführen. Das ist Dienst mit Verantwortung. Und dabei kann einem auch einmal ein liebevolles Feedback helfen. Ich sage liebevolles Feedback, ich meine aber konstruktive Kritik. Wir können nur nicht alle gleich damit umgehen. Aber ein liebevolles Feedback. Wenn meine Frau mir sagt, sie sitzt immer sehr kritisch im Gottesdienst,
das hättest du auch anders sagen können. Das tut im ersten Moment weh. Aber dann merke ich wieder, okay, ich hätte es noch besser machen können. Brauchen wir unsere Gaben so gut wie möglich als gute Verwalter? Johannes 12, Vers 26, ein ganz interessanter Vers, ich möchte ihn lesen. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Dienst als Form der Nachfolge. Wir bezeichnen uns manchmal als Jünger Jesu. Okay, biblisch. Als Nachfolger Jesu. Okay, biblisch. Vielleicht auch als Schüler Jesus bedeutet das gleich, ist das gleiche Wort wie Jünger. Aber Diener Jesu, sind wir uns dessen bewusst? Hier sagt Jesus in Johannes, dass wer mir nachfolgt oder wer mir dient, der stellt das auf das gleiche Niveau. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Oder folge meinem Beispiel. Und ich zitiere von Titus 3, Kapitel 3, Vers 3 bis 5. Einst, schreibt Paulus dem Titus, waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Also wir dienten einer Sache. Wir dienen immer jemandem. Wenn wir Jesus nachfolgen, dienen wir ihm, dient unser Leben ihm. Und so sagt Paulus dort, aber als die Güte und Menschenliebe unseres Retters und Gottes erschien, rettete uns er uns davon und so weiter. Das Leben als Gerettete ist von Jesus in Besitz genommen worden, in Beschlagnahm genommen worden. Und es unterscheidet sich total vom vorherigen Leben. Wir folgen Jesus nach. Überall, wo wir sind, ganz gleich, was wir tun, wir werden von Jesus Christus inspiriert und von seiner Sache gepackt und deshalb leben wir für ihn. Und es stimmt, dienen ist nicht immer nur Freude. Dienen bereitet sehr oft Freude. Sehr oft Befriedigung, erfüllt das Herz, aber kann auch begleitet sein von Bedrängnissen, von Nöten, von Verzicht, von Situationen, die menschlich gesprochen unangenehm sind. Und in 2. Korinther 6, Vers 5 beschreibt Paulus genau dieses Empfinden. Und er sagt an der Stelle, dass nur noch Ausharren zählt. Geduld, dranbleiben, weitermachen, auch wenn es mühsam wird. Ich habe mich gefragt, was damals den Jakob bewogen hat, seinem Schwager zu sagen, seinem Schwiegervater zu sagen, ich diene dir 7 Jahre für Rahel. 7 Jahre, damit er seine Frau offiziell verdient. Er hat ja nicht 7 Jahre gewartet bis zur Heirat. Aber 7 Jahre ohne Lohn gearbeitet, hat quasi seine Brautgabe abgearbeitet. 7 Jahre. Aber was wir dann lesen in 1. Mose 29, 20, so diente Jakob für Rahel 7 Jahre und sie waren in seinen Augen wie einige wenige Tage, weil er sie liebte. Bedrängnisse für Jesus, Verzicht aus Liebe zu ihm, verlieren ihre Schwere. Aber sie werden uns nicht erspart. Und vergessen wir nicht, das Reich Jesu ist nicht von dieser Welt und wir kämpfen nicht mit den Waffen dieser Welt. Jesus hat gesagt, wenn das so wäre, dann würden meine Jünger sich bewaffnen
im Moment seiner Verhaftung. Aber unsere Waffen sind geistliche Natur, sind Gebet, sind Suchen nach Gottes Wille, sind Flehen um sein Eingreifen. Die Anwendung des Wortes Gottes, das Erleben, dass der Heilige Geist unsere Kraftquelle ist. Nicht wir aus uns, sondern aus ihm. Dass die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Geduld, Güte, Treue, Besonnenheit oder Enthaltsamkeit oder Selbstkontrolle, das sind die Früchte des Geistes und das sind unsere Waffen. Und wir wollen langsam zum Schluss kommen. Jesus ist der Diener par excellence, per eccellenza, wollte ich sagen. Ich weiß nicht, wie man das gut sagt auf Deutsch. Also der Superdiener. Wir haben zwei solche Abschnitte. Wir haben den einen gelesen in Matthäus 28. Jesu Dienst bestand darin, sein Leben zu geben. In Johannes 13, Vers 15 bis 17 haben wir die sogenannte Fußwaschung. Und da sehen wir, dass Dienen in den Augen Jesu etwas Radikales war. Er hat sich nicht zu schade gedünkt, irgendwie zu dienen. Wir lesen dort, dass es Petrus Mühe machte, dass er sich bedienen lassen musste. Und trotzdem sind wir manchmal gerne lieber in der Rolle des Bedientwerdens. Dienen hier in Johannes 13 bedeutet, Petrus saß, Jesus saß auch, Jesus stand auf. Er zog sich eine Schürze an. Er wusste, es wird spritzen. Er wusste, er wird nass. Und ich weiß nicht, wie oft er das Wasser gewechselt hat, währenddem er den 12 Jüngern die Füße gewaschen hat. Er war bereit, das zu tun. So dass die Anwesenden, einfach, die konnte das nicht einordnen. So radikal war das. Und stellen wir uns das einmal vor, Jesus kniet vor den anderen und dient ihnen. Das ist so befremdend. So radikal ist das Konzept von Dienen in der Bibel. Deshalb braucht Jesus ganze Männer als Diener, die radikal bereit sind, ihm zu dienen. Die von ganzem Herzen und mit ganzer Kraft dazu bereit sind. Und ich denke, wir können uns ein bisschen in Petrus hineindenken, wie er sagte, als er merkte, das Problem geht tiefer, als er zuerst angenommen hat. Es ging nicht nur um die Erfrischung der Fußwaschung. Dann sagte er, oh, dann wasche mich ganz. Ich bin ein Sünder, ich bin nicht würdig, ich bin... Und Jesus sagt, nein, du gehörst schon zu mir. Ich will dir nur Gutes tun. Okay, wenn wir uns Jesus, Entschuldigung, nur, nicht im reduzierenden Sinn, nur als Vorbild nehmen und dabei bleiben und nicht noch einen Schritt weiter gehen, dann werden wir versagen. Denn wir in uns haben keine Kraft, um zu dienen. Jesus zu dienen bedeutet auch in eine tiefe Abhängigkeit zu ihm hinein zu kommen, die immer tiefer wird. Eine tiefe Abhängigkeit. Ein Wissen, dass wir ohne ihn nichts tun können. Nichts, was Ewigkeitswert hat. Natürlich können wir aktiv sein. Und du weißt, auf Schweizerdeutsch sagen wir, weißt du, guck, wie viel. Einfach so viel, wie es sich gerade machen lässt. Nein, abhängig von ihm unter seiner Leitung. Und die Kraftquelle liegt in ihm. Und wir als Männer haben da oft Mühe. Wir denken eben, wir sind stark, wir sind in Kontrolle und so weiter. Nein. Und dann kommt diese Ich-Bezogenheit ins Spiel und schon tappen wir in die Falle und nicht mehr Jesus, nicht mehr sein Wort, nicht mehr der Heilige Geist leitet uns. Wir
entziehen uns dieser Abhängigkeit. Wir denken, wir sind jetzt schon groß, aber es ist nicht die Größe, die Jesus gemeint hat. Es ist unmöglich, ohne aus dieser Kraft heraus das zu tun, was Jesus von uns will. 2. Korinther 5, Vers 17. Wir kennen diesen Vers. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine Neuschöpfung. Oder ist Christus in jemand, dann ist er eine Neuschöpfung. Und 2 Verse vorher steht, ganz wichtig, 2. Korinther 5, Vers 15. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Und ich möchte jetzt einfach fragen, wollen wir als wahre Männer Jesus und seiner Sache dienen? Wollen wir uns dazu entscheiden? Wollen wir uns neu dazu durchringen? Ja, lasst uns Position beziehen für Christus in dieser Welt, mutig und entschieden und auftreten in dieser Gesellschaft, die scheinbar dem Niedergang entgegengeht, der Entchristlichung, wo Christus, Entchristlichung, ein Wort, wo die zentrale Stelle ist Christus, Entchristlichung, ohne Christus. Das ist die Tendenz in unserer Welt. Wollen wir hinstehen und dem mutig entgegenstehen? Wollen wir das? Du kennst jetzt die Antwort in deinem Herzen. Du kennst das Sehnen in deinem Herzen. Und ich möchte das verstärken noch mit diesem letzten Gedanken. Es gibt einen Lohn. Es stimmt, dass Jesus einmal gesagt hat, wenn wir alles getan haben, was uns befohlen wurde zu tun, dann sind wir immer noch unnütze Knechte. Das heißt, wir haben einfach unseren Job gemacht. Und wir dürfen uns nichts darauf einbilden. In diesem Sinne, unnütze Knechte, ich darf nie stolz werden, auch wenn mein Dienst viel Großes und viel Nutzen bringt. Aber Jesus hat auch gesagt einmal, trete ein in die Freude deines Herrn. Knecht, Diener, trete ein. Hebräer 6, Vers 10, Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Gott ist nicht ungerecht. Er wird sogar ein Glas frisches Wasser, das wir jemandem angeboten haben, nicht übersehen. Belohnen. Wow. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren, haben wir gelesen, Johannes 12, 26. Ich kann das nicht verstehen. Die Ehre kommt vom Vater. Er wird das ehren. Wer sind wir, dass Gott einmal so uns ehren möchte, anerkennen? Dieses Wort ist ein interessantes Wort. Den Wert des Dienstes hervorheben. Gott wird das machen. Paulus sagt an Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Glauben bewahrt. Hinfort ist mir beigelegt die Krone. Krone, das ist das Wort, das in anderen Sprachen Corona bedeutet oder mit Corona übersetzt wird. Wir haben alle schon eine Krone vor uns. Gott wird den Dienst belohnen. Es ist nicht falsch, an Ehre oder Lohn zu denken, wenn Jesus davon geredet hat. Aber der Weg dorthin, der Weg zur wahren Größe, führt über das Dienen. Bist du dabei? Vielleicht wieder neu dabei? Und wenn du jetzt denkst in deinem Herzen, es würde mir gut tun, mit jemandem darüber zu sprechen, dann mach das. Es gibt ganz viele andere Brüder, die genauso wie du unterwegs sind, um dich herum. Geh auf jemanden zu. Suche das Gespräch. Mach die Sache fest. Amen. Lieber Vater, danke, dass wir
diese Ehre haben, dir dienen zu dürfen. Und Herr Jesus Christus, du bist das vollkommene, das perfekte Vorbild und nimmst uns hinein durch die Nachfolge in diesen Dienst. Und wir wollen dir dienen. Mach uns fest darin. Amen. Amen.